Daniel Jaworski ist ein Computer auf zwei Beinen. Man kann scheinbar unendlich viele Zahlen in ihn hineinstopfen. Er merkt sich alle. Der 34-Jährige mit dem George Clooney-Gesicht weiß natürlich nicht nur seine Personalnummer auswendig, sondern auch die seiner Kollegen. Die Nummer seiner Chefin zum Beispiel steht auf einer Chipkarte, die sie braucht. Einmal gab es eine ganz lustige Situation. Meine Chefin kam privat an die Arbeit, hat aber ihre Karte zu Hause liegen lassen. Aber sie hat gesehen, dass ich arbeite, hat mich angerufen, ich habe ihr die Nummer durchgesagt und so hat sie sich einige Zeit bis in den Weg gespart. Seine Kollegen im Möbelhaus haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass für Daniel Jaworski Zahlen das Ein und Alles sind. Regina Hennig zum Beispiel ist es lobesvoll. Es ist richtig bewundernswert eigentlich, wenn jemand sowas kann und das für sich nutzen kann, finde ich das schon richtig toll. Ja, mit Artikelnummern zum Beispiel. Dann braucht man nur mal fragen, Daniel, und dann weiß er schon Bescheid. Das Gedächtnisgenie aus Kassel ist seit kurzem offizieller deutscher Meister im Zahlenmerken. Fast 6 Stunden lang hat er vor einer Jury 9200 Ziffern der Zahl Pi aufgesagt, alle in der richtigen Reihenfolge. Ein unglaublicher Kraftakt, aber Jaworski hat eine nützliche Merkmethode. Dabei verbindet er Zahlen mit Buchstaben. Jede Ziffer steht für einen Konsonanten. Wenn ihm zum Beispiel das Wort Jagd einfällt, denkt Jaworski sofort an die dazugehörenden Ziffern 6, 7, 1. Und das macht er auch mit anderen Begriffen. Und so entsteht ein völlig verrückter Zahlencode. Der Sachse, SCHS 060, Herz Ass 400. Dann kommt ein Geist, GST 701, auf den machen wir Jagd, JGD 671, genau. Anschließend dressieren wir ihn, weil wir ein Dompteur sind, DMT 139. Sich etwas zu merken sei gar nicht schwer, meint der junge Mann mit dem graumelierten Haar und gibt mir noch einen Tipp, mit denen ich mir Namen merken kann. Denn es ist ja peinlich, wenn man einen Bekannten auf der Straße trifft, dessen Namen einem nicht einfällt. Zum Beispiel, wenn wir jemanden kennenlernen, der mit Vornamen Thomas heißt, könnten wir uns vorstellen, dass diese Person eine Tomate auf dem Kopf hat. Und wenn wir die Person das zweite Mal sehen, haben wir wieder dieses Bild vom geistigen Auge. Ach, da war, mit der Person war ja aber irgendwas. Die hat eine Tomate auf dem Kopf gehabt. Und unsere Assoziation für den Namen Thomas ist jetzt die Tomate. Und wir kommen von der Tomate auf den Namen. Zu jedem Namen eine verrückte Geschichte. Das ist Daniel Jaworskis Methode. Und ein bisschen verrückt ist der sympathische junge Mann schon. Ja, das hat mich seit klein auf fasziniert. Seit klein auf bin ich der größte Mathematikfan eigentlich, den es gibt. Es ist wie so ein Feuer, das einen brennt.